So, was geht ab? Ich bin der Chris von CJ Gaming. Ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass ich so lange kein Video hochgeladen habe. Ich glaube, es waren jetzt wirklich 4, 5 Tage. Ich habe viel im Real Life zu tun. Ich muss eine neue Wohnung finden, da ich bald aus meiner jetzigen Wohnung raus muss, wegen Eigenbedarf. Und ja, deswegen konnte ich keine Videos für euch produzieren, leider. Aber nach diesem Video wird es wieder wie gewohnt jeden Tag ein Video von mir gehen. Janni hat mich ja gut vertreten und ja, alles klar. In diesem Video wird es darum gehen, dass ich euch den Event-Tracker zeige. Ich habe ihn schon installiert, allerdings werde ich euch direkt die Installationswege zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Darauf sind wir wirklich angewiesen. Ist ziemlich wichtig für uns. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Alles klar. Was ich noch ansprechen wollte, ist, ich werde nicht mehr auf das Intro setzen. Aus dem einfachen Grund, da es für euch überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Es sind 8 Sekunden, die das Video in die Länge geht oder wir in die Länge ziehen und es hat für euch keinen Mehrwert. Es ist schön, es ist toll, aber es bringt für euch einfach nichts. Und ja, ich kann gerne das Intro, sofern ihr das wieder wollt, einbauen, aber Stand jetzt wollte ich es gerne rauslassen. Wenn ihr es anders wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann werde ich euren Wünschen natürlich Folge leisten und wieder das Intro einbauen. Aber ich persönlich wäre ohne Intro. Aber ihr könnt entscheiden, ich bin da komplett offen. Alles klar. Dann gehen wir natürlich direkt ohne Intro weiter. Und ich werde euch direkt zum Gwent-Tracker, zu der Webseite führen, die ich auch unten natürlich verlinken werde. Das ist gar kein Problem hier. Alles klar. Ich bin schon auf der Website www.gwent-tracker.com und ich werde es für euch jetzt einfach nochmal downloaden. Datei speichern. Ja. Hier ist sie. Ich habe die schon einige Mal runtergeladen. Hier ist sie. Wir gehen direkt mal auf Desktop. Oder auch nicht. Wir ziehen sie natürlich dann erstmal. So, perfekt. Jetzt haben wir sie auf dem Desktop. Klicken natürlich doppelt drauf. Entpacken die Datei. So, hier haben wir sie. Und öffnen sie einfach. Die zwei Dateien bräuchten wir eigentlich nicht, da wir nur die Exe benötigen, um das zum Laufen zu bringen. Jetzt steht hier, Gwent Tracker is now running. Sehr schön. Also läuft er im Prinzip. Jetzt gehen wir natürlich wieder auf Desktop 1 in das Spiel hinein und hier seht ihr auch schon, wie er läuft. So, hier, er läuft voll automatisch, ihr müsst nichts weiter installieren, also wirklich nichts. Er läuft direkt von Anfang an, ihr könnt ihn sogar mit Windows starten, hier. Und also er ist ein sehr guter Deck-Tracker, wie ich finde, momentan. Natürlich ist er noch in der Beta-Phase, muss man dazu sagen. Statistiken sind hier auch, die ziemlich wichtig sind. Wogegen verliert man, wogegen gewinnt man? Da kann man sein Deck natürlich wunderbar anpassen. Man sieht auch, wie viele Spiele man gegen irgendwelche Gegner gemacht hat, beziehungsweise gegen welche bestimmten Gegner. Zum Beispiel, wenn ich mit Nördliches Königreich spiele gegen Monster, wie oft ich gegen die gespielt habe. Also ist schon ziemlich gut gemacht. Man kann zusätzlich noch einstellen Track and Casual Play. Das habe ich noch. Falls man irgendein Deck trainieren will, klickt man das einfach hier an. Keine Ahnung, Monster, whatever, Deck One. Oder Monster Training, Deck One. Dann wählst du das aus, dann erscheint es im Spiel direkt. Und ja, ich habe wie gesagt noch Track and Casual Play aktiviert, da ich das einfach besser finde, da man alle Spiele somit abgreift und man daraus seine Statistik sich ziehen kann. Und ja, soweit war es eigentlich von mir. Ihr habt dann, wie gesagt, ihr müsst nichts weiter tun. Er übernimmt im Spiel auch direkt das Deck. Und man kann dann sehen, wie man die Karten ausgespielt hat. Ich wollte das Video jetzt nicht lange halten. Ich wollte euch halt nur diesen Deck-Tracker vorstellen und euch ein bisschen zeigen. Ich habe alles angemacht und ja. Ihr könnt natürlich auch spenden, die Sympathischen könnt ihr damit unterstützen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen. Und wenn
Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao.